Hallo und willkommen, ich bin's WMG3 und wie ihr seht, ist wieder Zeit für Darkest Dungeon. Und es ist was Schönes passiert, denn es gibt einen neuen Content-Update, beziehungsweise einen etwas größeren Patch, der da heißt Corpse and Hound. Und ich gehe mal ganz kurz über die Liste, die jetzt neben mir offen ist, weil damit ich es ablesen kann, dann haben wir es hinter uns. Was ist jetzt neu? Wir haben einen neuen Helden, auf den gehe ich aber gleich noch ein bisschen genauer ein. Ich habe nämlich hier so einen schon mal herbeigeholt. Und dann, was gibt's noch? Es gibt einen Umbau, genau. Es gibt einen Umbau, und zwar in dem Sanitarium. Mein Gott, ich kann das nie aussprechen, wenn ich es nicht ablese. Und zwar gibt es jetzt was Neues. Es gibt nämlich hier Medical Devices. Es gibt jetzt extra hier eine Ecke, wo Leute nicht unbedingt eingesperrt, aber quasi auf eine Bahre gelegt werden und versorgt werden. Nämlich, es gibt, was sie nämlich jetzt großartiges geändert haben, was sehr, sehr, sehr extrem ist in meinen Augen. Also nicht extrem extrem, aber doch schon einen deutlichen Unterschied ausmacht. Und zwar folgendes. Wir haben ja jetzt hier unsere Vorteilliste und hier wäre unsere Nachteilliste. Und jetzt gibt es eine dritte Liste von Krankheiten. Denn vorher war das so, dass diese Quirks, ne, die ja charakterspezifische Eigenschaften eigentlich nicht unbedingt nur sind, aber auch, die sind jetzt quasi aufgesplittet worden in so Sachen, die jetzt, ich sag jetzt mal, ja, sagen wir so, das sind eher so in die Bonus-Kategorien oder auch nach, also Malus- und Bonus-Kategorien unterteilt und dann halt nochmal einen in Krankheiten extra. Weil vorher war das ja alles ineinander gekegelt. Da kriegst du mal sowas wie, mein Gott, du bist Frühaufsteher und kriegst dafür in der ersten Runde mehr, irgendwie so Geschichten auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass bei Diseases das mit reinkommt. Vielleicht gibt es auch Krankheiten, die gut sind, aber ich glaube eher weniger dran. Ich glaube, zumindest nicht in diesem Spiel. Ja, aber auf jeden Fall, das hat ein bisschen auseinandergerupft worden. Die Vorteilliste ist auch sehr viel kürzer. Die tauschen sich auch gegenseitig aus, die Vorteile jetzt. Ist mir vorher nie aufgefallen. Aber ja, mittlerweile ist das so, dass die sich halt austauschen können. Und was interessant ist, deswegen seht ihr auch dieses Schloss hier oben bei dem Slugger, was nämlich 10% mehr Melee-Schaden heißt. Wir können auch jetzt Vorteile permanent machen. Genauso gibt es jetzt auch Nachteile, die sich permanent einnisten können im Charakter. Die sind ja nicht wirklich permanent, aber die gehen auch nicht mehr von selber weg. Die können also nicht von anderen, ich sag mal, Nachteilen überschrieben werden, sondern die bleiben mit dem Charakter bestehen. Man kann die noch heilen, es ist nur sauteuer. Das nur mal so nebenbei. Das ist schon mal auch eine wichtige Sache, die sich geändert hat. Dann, genau, die Idee mit den Krankheiten hat sich jetzt geändert. Okay, Steam Cloud Support, pff, wenn man es unbedingt speichern will, seine Saves online, dann geht das jetzt auch. Und wir haben Leichen im Kampf. Und das werden wir euch gleich uns genauer alles ansehen. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, da haben in höheren Stufen leicht das Balancing verändert. Nicht unbedingt Balancing verändert, aber zumindest die Art, wie Charaktere aufsteigen und Upgrades kriegen können, ist auch verändert worden. Denn wenn wir jetzt uns hier Butcher ansehen, hat er hier die Waffen auf 5. Ja, ist aber nur Level 4. Rugal ist Level 4 und hat die Upgrades auch nur auf 4. Jetzt gucken wir mal ganz spaßhafterweise hier kurz rein. Beim Schmied, er kann das nicht weiter upgraden. Warum? Er müsste Level 5 dafür sein. Und wenn wir Butcher gucken, der hat den Upgrade für Level 5. Warum? Das ist halt vor der Änderung passiert. Weil ich glaube, ich und Butcher sind aufgestiegen noch vor der Änderung und die anderen beiden sind erst nach der Änderung aufgestiegen, beziehungsweise ich habe sie erst versucht, nach der Veränderung sozusagen leveln zu wollen. Also hier bei dem Speed, und das ging natürlich jetzt nicht mehr. Okay, grausames Schicksal, das heißt mein Butcher und ich gehen jetzt noch besser ab, als es ursprünglich sollen dürfen. Ha, pff, ich meine, das Spiel ist ja nicht unbedingt einfach, ich meine, das nehme ich jetzt mal. Und natürlich bei den Gilden meine ich jetzt, ist das das gleiche bei den Gilden auch? Wir sind hier auf Skill Level Maximum und er hier kommt auf Skill Level, yep. Das heißt, wir sind ein Skill-Level höher. Butcher und ich sind Cheater in dem Moment. Wir haben Skill-Level höher und wir haben ein Upgrade von den Ausrüstungsgegenständen Level höher. Mein Gott, aber das ist jetzt ein bisschen aufgesplittet worden. Ich bin ja auch sehr gespannt, weil es gibt ja einen Erfolg dafür, wenn man Level 6 wird mit seinen Charakteren, ob das ein Max-Level ist oder ob die irgendwann hier sowas mit einbauen, dass sozusagen wir hier weiter steigen können. Oder ob jetzt Level 5 in dem Falle Maximum ist. Das wäre jetzt eine schöne Sache, die ich noch gerne wissen würde. Aber wie dem auch sei, das erfahren wir heute gewiss nicht. Nicht hier, nicht hier. Okay, was haben wir sonst noch schön Neues? Ja, genau, wie gesagt, Houndmaster, wenn wir den nochmal irgendwo rumfliegen sehen. Dinge, die sonst noch passiert sind. Ich habe natürlich versucht, ein bisschen Level zu steigen mit dem ganzen Charakter. Nicht den Haupttypen. Ich wollte ja so eine zweite Garde schon mal heranzüchten. Beziehungsweise ein paar, die halt, so wie Thor Umbra, die ja auch ziemlich abgemurkst worden sind vom Spiel. Oder durch meine Blödheit gestorben sind, eins von beiden. Brownie ist nochmal gestorben, Arten ist nochmal gestorben, sind jetzt wieder ganz nach unten gestolpert. Allerdings muss man auch sagen, ich glaube, Brownie hatte gegen Ende, ich glaube, nur 3-4 Vorteile und der Rest nur Nachteile und davon die Hälfte war permanent, glaube ich. Also es war schon extrem mit ihm.
Und ich glaube, da war es vielleicht auch ganz gut, dass er einfach mal krepiert ist zwischendurch. Ja, dann macht man halt mal einen Neustart und sagt sich, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Lass uns das mal von vorne anfangen. Das Gute ist, er hatte keine Gegenstände dabei, genauso wie der Rest der Gruppe, aber die sind halt alle einfach niedergeschlachtet worden, obwohl sie das richtige Upgrade hatten und die richtigen Items dabei hatten. Eigentlich war alles perfekt. Aber dann kam Crit, 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 tot. Und ich so, wow, alle. Die ganze Gruppe wurde fast gewone-shottet in einer einzigen Runde. Und ich so, wow, das war jetzt extrem. Na gut, aber wie gesagt, wir ziehen jetzt auch gleich mal los, sonst verschwenden wir hier nur Zeit. Zeit, und die wollen wir nicht verschwenden. Wir wollen keine Zeit verschwenden. Ansonsten hat sich eigentlich nichts großartig geändert. Alle Gebäude sind bei mir sonst noch ausgebaut, Maximum. Außer natürlich hier oben der Survivalist. Aber das ist super teuer und genauso wenig wie hier natürlich Nomadenwagen. Da habe ich jetzt höchstens eine Sache ausgebaut, damit die Sachen ein bisschen billiger werden. Aber auch das ist halt schon relativ teuer, das Ganze hier. Wir müssten halt wahnsinnig viele von diesen Quests sammeln, damit das klappt. Aber kriegen wir noch nicht. Das einzige Gute ist, wir können ab jetzt Bilder, die wir finden, wegschmeißen. Warum? Das einzige, wo wir die Bilder benutzen können, war, glaube ich, die Bar und die Gilde und sind beide 100%. Deswegen, aus dem Fenster mit dem Schiss, sammle ich erstmal überhaupt nicht mehr. Jetzt werden nur noch hier Büsten gesammelt. Deeds brauche ich, glaube ich, sogar auch nicht mehr. Kann das sein? Deeds, Bilder, dann bauen wir nämlich wirklich nur noch Quests und Büsten. Ich glaube ja. Ich glaube ja, den Rest haben wir nämlich alles ausgebaut gekriegt. Wunderbar, wunderbar. Und deswegen sprinten wir auch jetzt los. Ah ja, genau, eine Kleinigkeit. Oh, okay, es sind noch ein paar andere Sachen dazugekommen. Aber ja, wir haben noch so ein Buch gekriegt, wo alle Attribute im Spiel mal erklärt werden. Finde ich auch schön. Finde ich schön. Endlich kriegt man mal alles erklärt, was genau was heißt. So, was ist Bleeding, was ist Crit, Deathblow, Debuff, whatever. Also die ganzen Sachen, die im Spiel so aufploppen, werden hier mal ein bisschen ausführlicher an unserem Kopf links, rechts mal abgebürstet, sag ich jetzt mal. Also links, rechts um uns die Ohren gehauen. Meine Fresse, ich kriege wieder keinen Satz ausgesprochen. Nochmal. Die werden uns quasi hier links und rechts um die Ohren gehauen, die ganzen Sachen hier. Und dann erfahren wir endlich schon mal, was das heißt, nicht wahr? Ich meine, nicht, dass das irgendwie schon manchmal nicht offensichtlich gewesen wäre, aber mein Gott, jetzt haben wir es halt gekriegt. Riesenlange Liste, wofür was gut ist. Oder was heißt. Mein Gott, schön. Schön, schön, schön. Wir haben auch sonst ein paar schöne Items noch abgestaubt. Für den Männer da haben so coole Schilde, wo ich mir sage dann so, ja, das ist interessant, aber der hat kaum Skills dafür. Ist egal, nehmen wir trotzdem mit. Gut, jetzt gehen wir mal los. Wir gehen jetzt endlich los. Jetzt haben wir wirklich lang genug Zeit verschwendet. Wir haben hier auch, wie ihr seht, der Dungeon Level 6. Wir wandern schnurstracks auf Level 7 zu. Und wir könnten theoretisch, oh, weil wir coole Items mehr kriegen kann auch. Aber da kommen wir nicht hin, da kommen wir noch nicht hin. Wir nehmen den Houndmaster auch mit, damit ihr ihn einfach mal seht. Beziehungsweise, ich kann ja gut schon mal auf die Skills eingehen, weil ich nämlich fast alle geholt habe. Also die erste Fähigkeit ist sowas, dass wir einfach so eine Art Fassfähigkeit. So, buff. Ein Ziel kriegt richtig Schaden dafür und er kriegt selber einen Buff, womit er mehr, also der Hund. Der Hund ist quasi die Waffe, wenn man so will. Das, was angreift. Und der Typ steht immer nur hinten und macht halt, er ist halt ein Hundetrainer im besten Fall, ne? Steht halt hinten und sagt dann, Fass! Und das war's. Deswegen geht es auch in den ganzen Attacken nur rund um den Hund. Das Witzige ist, wenn wir am Campen sind, tut der Hund alles. Ja, das gibt's dann, die Therapiehund. Der Therapiehund. Der Stress reduziert bei den Mitstreitern. Nicht der Trainer, nein, das macht der Hund. Das macht alles der Hund. Der ist der Wichtige eigentlich, der Anteil. Der ist ja auch der alles tut. Also, die erste Fähigkeit ist interessanterweise eine Fernkampffähigkeit, der Hund. Warum auch immer. Der hat auch, glaube ich, keinen Nahkampf. Ist alles Fernkampf bei ihm. Auch schön. Also, ja. Das Ziel kriegt die Verteidigung runtergesetzt. Und er kriegt selber einen Buff, damit er gegen Biester mehr Schaden macht. Okay. Dann eine Fähigkeit, die ich interessant finde, aber leider ein bisschen schwach auch. Alle Gegner werden angegriffen und kriegen Verblutung, kriegen aber super wenig Schaden dabei. Das ist so ein bisschen wie, toll. In der Regel kriegt keiner Schaden und wenn man Glück hat, kriegen alle Verblutung von 1. Und das ist schon Stufe 2 und ist immer noch 1. Ich meine, guckt mal euch andere an, die Verblutungsschaden machen. Da sieht das besser aus. Okay, dann haben wir noch Target Whistle, genau. Darauf kann man ein Ziel debuffen, ist so wie Mark. Nur damit halt dieser erste Skill richtig 50% mehr Schaden macht. Wobei ich das nie gesehen habe, ehrlich gesagt. Diese 50% mehr Schaden durch den Skill habe ich, oder jetzt mittlerweile 55% mehr Schaden, habe ich nie gesehen. Wenn der erste Mal 6 Schaden macht, ist das zweite Mal auch 6 Schaden. Also ich so, oh, da hat schon überhaupt nichts getan. Oder natürlich der Würfelwurf ist so gering. Ich habe keine Ahnung. Dann kann er Stress heilen mit einer Fähigkeit. Er kann einem Verbündeten Ausweichen geben. Er kann sich selber heilen. Und er kann Einzelziele betäuben. Das ist eher so,
ich weiß nicht, der Houndmaster ist so, der hat nichts Krasses, ehrlich gesagt. Also nichts, womit man richtig Bäm an auf die Fresse haut, sondern eher nur so hier ein bisschen buffen, da ein bisschen debuffen, auch so alle ganz leicht verbluten lassen. Das ist so der Homöopath des Angriffs, möchte ich ihn fast nennen, oder Verteidigung. Das sind alles so kleine Dinger nur. Aber ich sehe jetzt noch nicht irgendwo, außer das Ausweichen. Das Ausweichen mit ein paar Kombinationen finde ich nicht schlecht, aber sonst weiß ich nicht. Das ist alles ein bisschen weak. Ja, und hier sieht man übrigens den Totenkopf hier. Das ist das Zeichen dafür, dass das Ding so permanent geworden ist. Ja, anstatt von, ich glaube, 500, um das zu heilen, ist es jetzt x-tausend. Da sind wir auch so, oh, wow, da sehen wir vielleicht manche Krankheiten so schnell wie irgend möglich heilen. So, wie gesagt, aber jetzt gehen wir wirklich los, bevor ich jetzt mir absolut noch einen Wolf quassle hier. Dafür seid ihr nicht hier. Oh, vielleicht doch, weiß ich ja nicht. Aber wir packen ihn nach hinten, weil er ist quasi ein Bogenschütze, deswegen packen wir ihn ruhig nach hinten. Wir wollen natürlich wieder Leute mitnehmen. Wollen wir Tombra wieder mitnehmen? Die hat ja schon relativ viel Stress gekriegt. Ja, wollen wir. Dann packen wir noch jemanden mit hinein. Nee. Brownie ist zu dicht dran, dass er abkrebst. Lassen wir es mal. Packen wir noch Art mit auf den zweiten Rang. Und vorne packen wir jetzt ausnahmsweise, weil wir es können. Genau, packen wir ihn hier mit rein. Den fiesen Man at Arms. Der hat noch keine Ausrüstung. Müssen wir gerade mal schnell gucken. Der kriegt von mir dieses Schild. Wobei, Move-Skill-Chancen erhöht und Stun-Chance. Jetzt mal ganz kurz gucken. Habe ich eine Stun-Chance? Knockback und Stun-Chance. Okay, das könnte tatsächlich dann in dem Zusammenhang noch was bringen. Aber wisst ihr was, das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir einfach jetzt mal mit, weil das ist so ein cooles Item und irgendwann muss er, vor allem wir machen jetzt 10% weniger Schaden, danke. Was nehmen wir noch mit ihm rein? Wir haben sonst gar keine Items für ihn direkt. Helion sind halt schon Items, einzige für den Man at Arms. Vielleicht irgendwas, das besser geheilt wird. Ja, noch mehr weniger Schaden, aber dafür, dass er viel, viel mehr Heilung kriegt. Läuft! 25% weniger Schaden, aber was soll's. Das hat der, gut. Arten hat noch alles. Da hat nämlich ein paar sehr coole Items hier. Einfach mehr Crit und mehr Sachen zum Entschärfen und Scouting super hoch. Ob er dafür isst er mehr und stirbt schneller uns. Aber ey, da muss er jetzt mal durch. Da muss er jetzt einfach mal durch. Toomba sieht eigentlich auch ganz gut aus. Mit den, ich heil viel besser und noch weniger Schaden und noch mehr heilen. Ja, warum auch nicht. Und er hier, jawohl. Er müsste auch noch Items kriegen. Das sollen wir mal schnell kriegen. Von so weit hinten, ich meine, er macht nicht viel Schaden. Das mit dem Verbluten. Also, wir müssen wirklich auf Verbluten gehen. Kritten tut er eh nicht. Oh, warte mal. Oh, ein Jester. Ups. Jester-Items, Mist. Houndmaster, Scouting-Chance, wenn... Nee. Scouting-Chance geht runter. Warum nicht? Verblutung. Nee, wir wollen nicht, dass wir Resistance kriegen. Nein, das macht keinen Sinn. Stress-Resistance? Nee. Wobei? Nee. Wobei? Nee. Haben wir irgendwas... Oh, wenn er fast tot ist, macht er mehr Schaden. Haben wir nicht irgendwie so ein fieses... Aber womöglich habe ich die Bücher anderen jetzt in die Hand gedrückt. Mist. Haben wir irgendwie... Das ist alles Melee-Fernkampf vielleicht? Range-Skills. Und da weniger Crit. Ja, kommt immer den Ranger-Ring. Crit ist hoffentlich ein bisschen mehr damit, weil du alles Fernkampf noch hast. Und dann irgendein Skill. Bleed-Resist. Nein, das ist ja Blödsinn. Ganz kurz. Ich hab's grad. Ach komm, der kriegt jetzt ein... Nee, dann macht er noch überhaupt keinen Schaden mehr. Ich würde sagen, nimm hin das Beast-Ding und dann so... Hey, nee, das ist doof. Bleed-Skill-Chance und noch weniger Crit. Nimm das so lang. Jetzt haben wir zwar ein bisschen weniger Kritten-Prozent, aber hier die 10% Chance auf Bleeding, weil er macht eh nur Schaden mit Bleeding, ganz ehrlich. Gut, auf geht's. Auf geht's. Wir gehen auf eine Medium... Was ist das denn hier? Virtual Chance. Ja, wobei, nee, wir wollen nicht dahin kommen, dass wir die mal austicken. Oh! Was ist hier? Satchel. Scouting-Chance und dafür weniger Speed. Ja, warum nicht? Was ist das hier? Bleed Resistance, Blight Resistance, dafür Disease. Nee. Dann nehmen wir lieber hier. Das hört sich okay an. Also gehen wir in den Wald. Oh, ah, richtig. Wir sollen hier bei der Quest auch hier Sachen reinigen. Gut. Das heißt, wir nehmen Schaufel mit. Ich nehme jetzt drei mit, weil jedes Mal. Wir kriegen auch leider, wenn wir den Hundetyp mitnehmen, so einen Dog Threat mit. Increased. Ja, Hounds Vigor for Short Time. Das habe ich noch nie probiert. Ich habe es meistens weggeschmissen, aber probieren wir gleich mal. Dann nehmen wir Fackel mit. Und alles andere. Eins, Wälder. Komm, nehmen wir das hier ruhig zweimal mit. Ach komm, nehmen wir das auch noch mit. Schlüssel brauchen wir eigentlich nicht so oft. Jetzt habe ich das Essen vergessen. Natürlich. 12. Wie lange sind wir unterwegs? Ach komm, wir nehmen lieber das Essen. Wir nehmen Essen genug mit. Wir haben einen Hund dabei. Auf geht's.
So, ich muss hab jetzt ein bisschen mehr gelabert, einfach aus dem Grund heraus, weil ich unbedingt das mal so ein bisschen auch mal formulieren wollte, was jetzt neu im Spiel ist. Sonst werden sich ja alle fragen, Moment mal, das Spiel sieht total anders aus. Und was sind das alles für komische Sachen, die jetzt da gleich passieren? Denn auch die Optik im Spiel hat sich teilweise verändert. Und das mit den Leichen, das ist tatsächlich eine Sache, darum muss man sich erstmal gewöhnen. Es gibt auch extra Charaktere, die haben Skills, um Leichen zu zerstören, weil die so im Weg stehen. Ja, Leichen, die im Weg stehen. Wir wussten schon immer. Nein, keine Zombies. So, ist ein bisschen lauter gemacht, ich will was hören, was hier passiert. Wo sind wir überhaupt auf der Karte? Ach du heilige Scheiße, was ist denn das hier? Was sollen wir hier machen? Activate. Okay, wir sollen Leichen damit mit diesen Weihwasserdinger bestreuen. Okay, das sollte hinhauen. Gehen wir erstmal nach hier. Es ist die Frage, ist das so eine Leiche? Well preserved. Nee, der sagt dann, nope, ist das falsche Item. Dann benutzen wir jetzt Verbände auf das Ding. Ja. Wir kriegen Geld dafür. Wir haben die Leiche noch weiter einbandagiert. Ups. Ja. Natürlich ist auch hier die Tollwut, die Typen. Oh ja, genau, jetzt sehen wir es auch mal im Bildschirm hier. Jetzt seht ihr unten so einen Zeiger unten, damit man jetzt genau sehen kann. Auch wenn ihr die Maus vielleicht nicht sehen könnt im Video, wahrscheinlich. Dann können wir wenigstens jetzt, könnt ihr direkt erkennen, wo ich die Maus zumindest gerade habe. Weil ihr seht gerade, dass das Ding eben hin und her wandert unten. Und unten stehen die Stats von dem jeweiligen Gegner. Das finde ich sehr cool. So, jetzt gehen wir aber erstmal hinten rüber und suchen uns was aus. Was nehmen wir mit? Pick in your face. Oder zwei Typen schlagen. Oder einen Typ bewerfen. Ach komm, wir hauen fies drauf. Fängt gut an. Dann Judgment. Das ist besser. Das ist sehr viel besser. Dann holen wir den Hund. Hund, mach alles platt. Ja, der die beißt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber es sieht krass aus. Womöglich hat die gleich eine Krankheit sich eingefangen, wenn es weitergeht. Tomba, hörst du auf mit den Krankheiten. Genau, der Hund ist schon mal down. Das heißt, wir tun jetzt erstmal Retribution raushauen. Damit, wenn die Typen uns gleich schlagen, dass wir immer zurückhauen die ganze Zeit. Hau mich. Also den Typen, ja. Das ist so cool. Oh nein, natürlich hat der Rektorwut sich gefangen. Allererste Mal gebissen worden, Rektorwut. Super. Heilen müssen wir nicht. Dann machen wir... Ach komm, Judgment. Das war jetzt ein schwaches Judgment. Dann, komm, wir werfen über den Haufen. Man sieht auch, wie gesagt, die Trefferchance, die Crit-Chance. 14,5% Crit-Chance, okay. Und da seht ihr jetzt, das ist eine Leiche. Darauf können wir auch angreifen. Und wir können die Leiche verbluten lassen. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, weil Untote kann ich auch nicht verbluten lassen, aber scheiß da unten drauf. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Ja, und sobald der Kampf vorbei ist, ich versuche immer nicht über den Erzähler hier zu sprechen, aber ja, sobald der Kampf vorbei ist, ist auch die Leiche hinfort. Was für eine gute Sache ist. Aber die steht halt im Weg. Die kann halt, je nachdem, wo ihr gerade steht oder wo ihr gerade kampfmäßig unterwegs seid, kann dieses Leichenstück wahnsinnig im Weg stehen. Vor allem hier die Typen hinten könnten, wenn ich die jetzt totschlagen und eine Leiche hinterlassen, bleiben die hinten stehen. Ich müsste die Leichen erst kaputt hauen. Das ist auf einmal eine völlig andere Dimension im Spiel. Okay, ich versuche den letzten direkt zu killen. Okay, wir fangen an, ihn zu killen. Und... Ne, komm, wir tun einfach die ganze Zeit hier verbluten lassen, alle. Schade nicht, aber alle verbluten lassen. Gut. Dann machen wir direkt Retribution. Warum? Wenn hier die Beine eine AE machen, kriegen sie direkt dafür auf den Latz geknallt. Deswegen hau ich auf ihn. Hab ich's versucht. Aber trotzdem kriegt er seine Reposte. Unser Mark, wenn wir Glück haben, schlagen sie alle auf ihn. Boom! Ist nicht so viel Schaden. Oh, jetzt wird er noch hingeschmissen. Doof. Aber zumindest schlägt er immer zurück. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. So, heilen wir dich schon mal. Ja, Heilung kann kritten, aber ich glaube, das haben wir im letzten Update ja schon mal mitgekriegt. Ja, genau. Machen AE. Boom! Trotzdem hat er direkt was dafür kassiert. Patsch. Dann macht er das auch nicht mehr lange mit, wie der aussieht, mit seinen zwei Lebenspunkten. Gut, gut. Seht, was ich meine? Der hat mich nicht angegriffen, aber jedes Mal erfolgreich zurückgeschlagen. Boom! Und er hat ihn erst umgehauen. Ja, wir geben ihm kein Quarter. Auf keinen Fall. Weg damit.
Jetzt stehen die hinten, die sind völlig egal. Die Leichen können wir auch in Ruhe lassen. Ich weiß noch nicht, ob die Leichen hier nach später, wenn man zum Beispiel gegen Necromancer kämpft, ob man die Leichen wiederbeleben kann. Aber ich hoffe mal nicht. Oh, ich hätte doch wieder Retribution machen sollen, aber Pick in the Face. Das war nicht so toll. Wir lassen wieder alles weiter verbluten. Jetzt sind wir bei, ich meine, 2 Schaden die Runde bei denen schon mal. Daneben. Oh weia. Die Leichen hinten hier so am... Oh, wir verbluten, wer was? Ja, aber wie gesagt, der Schaden, der prockt... ich meine, der ist ein bisschen arg schmalbrüstig, muss man schon sagen. Immer dieser Einschaden. Wenn das danach immer so bleibt mit dem Einschaden, ich weiß nicht, was das bringen soll. Jetzt seht ihr, was ich meine. Es bleibt die Leiche vorliegen und er bleibt auf der Position stehen, was ziemlich nervt. Und komm, wir hauen einfach tot, wenn wir ihn treffen. Läuft. Gut. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ja, wir nehmen die eine Fackel und nehmen das Gold, weil das komische Ding will ich nicht haben. Du gehst wieder nach vorn. Atem soll nämlich eine Etage hinter dem stehen. Ich glaube, das Ding sollen wir kaputt machen. Oder? Nein? Oh mein Gott, wir haben gerade die Möglichkeit abzukrebsen. Wollen wir es machen? Ja, komm. Ich bin dafür, dass wir es versuchen. Und sobald der erste umkippt, laufe ich weg. Weil das hier ist ein Opferaltar. Den habe ich bis jetzt nur einmal getroffen, einmal gesehen. Jetzt haben wir ihn endlich nochmal gesehen und ich nehme gerade auf. Perfekt. Und wenn ich jetzt eine Fackel hier reinstelle, dann tue ich das, den Opferaltar sozusagen fertigstellen und dann passiert was. Lasst uns mal sehen, was da jetzt kommt. Also ich weiß es, ich kann mir vorstellen, was kommt. Ja, denn das ist der Schembler. Und den bin ich jetzt bis jetzt noch verreckt, wenn ich ihn gesehen habe. Das ist das zweite Mal übrigens, da ich jetzt gerade sehe. Der ist ziemlich pervers, krass stark, weil wir reden von 77 Lebenspunkten und hier die Gruppe kann alles, nur keinen Schaden machen. Fangen wir an, erstmal Dolche zu werfen. Oh Mann. Können wir ihn betäuben? Können wir jetzt mal gucken, was wird. Stun immun. 100% Stun Resistance. Lassen wir es gerade sein. Versuchen wir recht mit ihnen down zu fokussen hier. 7. Das ist okay. Das ist okay. Mal gucken, ob du das noch gleich was machen kannst. Wollen wir ihn verbluten lassen? Natürlich. Ist eh nur ein Schaden. Und er muss ihn nach vorne robben. Was ewig dauern wird. So, Schembler. Seht ihr, was ich meine? Deswegen wird es so gefährlich hier. Weil von hinten macht er immer schlimmere Attacken. Da wird immer grausamer für uns. Aber die müssen weg. Die müssen sofort weg, die Dinger. Der darf nicht da hinten stehen bleiben lange. Womöglich lassen die Leichen jetzt liegen. Ach du Scheiße. Okay, Judgment auf das erste Ziel. Ja, komm. Hau ab. Wieder kriegst du einen Buff. Holy shit. Kriegst du mal mehr Schaden. Die müssen weg. Die dodgen auch noch. Ihr Schweine. Wir haben ihn nicht mal verbluten lassen. Hätten wir ihn verbluten lassen, wäre es okay gewesen. Aber so. Oh, und die kriegen direkt Stress dafür ohne Ende. Wisst ihr was? Den lassen wir jetzt hier so stehen. Nee, oder wollen wir den, wo wir alles weniger dodgen können? Nee, wir machen jetzt schon Retribution. Können wir damit nach vorne kommen? Ja, Forward One. Dann benutzen wir es sofort. Okay, der ist down. Keine Leiche bitte. Gut. Oh, wait, Mist. Und wieder alles voll. Das Vieh muss weg. Egal was passiert, das Vieh muss weg. Wir müssen alle weg. So, wir können natürlich auch vergiften auf den Typen da hinten. Ich glaube, mit vergiften tun wir uns echt einen Gefallen. Ja, Blight. Super. Das heißt, er hier wird auf jeden Fall auf Verteidigung gehen. Wie bescheuert. Hör auf. Ja, wir fangen an zu heilen. Jetzt. Oh, 15. Yes. So muss es sein. Und der Hauptmaster ist, glaube ich, der jetzt auch drauf gehen wird in dem Kampf hier. Vorwärts. Verblutung. Alle verbluten. Gut. Jetzt kommt das Wichtigste überhaupt in meinen Augen. Wir machen nämlich mit ihm sofort Retribution. Achso, wir sollten noch zuhauen dabei. Vielleicht auf ihn. Ein Schaden. Okay. Das hätten wir uns schenken können. Jetzt schlag bitte auf den. Machen da eh und Chris kriegt dann rein. Genau. Boom. 5 Schaden sind 5 Schaden und 5 Schaden. Ich nehme die sofort. Oh Mann. Ausgewichen. Verdammt.
150% mehr Schaden. Ach du Scheiße. Das ist ein Desaster. Oh, weia. Nochmal vergiften. Wie kriegt er jetzt? 8 Schaden die Runde. Gut. Und verbluten auf alle. Komm. Einer hat resistet. Doof. Du machst jetzt auch Schaden. Einer von denen super stark muss jetzt langsam... Hey, der muss weg. Der wird viel zu tough hier. Der hat schon 150% Bonusschaden. Ein Schadens... Oh, der kriegt also mehr Rüstung auch dazu. Mist. Okay. In dem Falle, Retribution. Auf den. Nee. Ich hätte doch als ob ihn hier hauen müssen direkt. 11 Schaden kriegt er jetzt. Gut, gut. Boom. 3 Schaden kassiert. Oh. Wir werden alle hin und her geschleudert hier. Oh, no. Ich glaube, wir sollten gleich gehen. Volle verrückt werden hier. 9 Schaden jetzt schon. Holy shit. Oh. Yes! Yes! Was Gutes ist passiert. Achso, wir können auch über 100 Punkte Stress mittlerweile haben. Und ab 100 ticken wir halt aus. Und das geht aber tatsächlich jetzt höher. Und ich sag mir schon so, wie, was? Höher? Warum? Aber vielleicht, warum nicht? Sie kann von hier aus nichts tun. Das heißt, sie muss irgendwie zurück. Oder wir werfen weiter auf ihn. Weiter auf ihn! Weiter auf ihn! Und... Oh, jetzt stehst du nur... Viel zu fern. Ja, nee, mach keinen Scheiß. Judgment? Versuchen wir's? Wie Schaden machen wir auf den? 4 bis 8. Drauf. Wir versuchen jetzt alles. Oh, 11! Gut! Oh, der kriegt... Au, oh. Okay, hat sich... Oh, wir haben wieder... Die Positionen haben sich alle wieder geändert. Wir verbluten auf alles. Nein, nicht er. Er hat es nicht kassiert. Aber komm, den Krimmer, der Krimmer. Komm, wir brüllen jetzt kaputt. Nein, er ist ausgewichen. Der ist ausgewichen, Cheater. Ja, der ist tot. Verblutung. Dann, wieder 2 Schaden. Gut. Aus. Mensch, Tor-Umbra, jetzt mach keinen Scheiß. Mach ihn nass, mach ihn weg. Yes! Und natürlich muss eine Leiche liegen bleiben, war klar. Oh Mann. Wir müssen den noch kaputt kriegen, wir müssen den noch kaputt kriegen, haben wir es geschafft. Holy shit. Ja genau, kritte die Leiche am Boden, das ist eine gute Idee. Hund, mach ihn nass. Stun. Krit. Betäubt. Okay. Ja, ja, komm, Leiche. Mach ruhig. Und er kriegt Schaden und ist da und wir haben gewonnen. This expedition at least promises success. Wow! Ancestors Tentakel-Eide. Stressresisten. Moment mal. Ach, Stressheilung ist besser? Mhm. Ich hätte nicht so viele Stressheilungen machen können. Aber Stressresisten und weniger. Ja, okay, wenn man sowas dabei haben will. Mh. Wir tun das auch tatsächlich mitnehmen. Wir schmeißen nämlich hier so einen Schlüssel weg und nehmen das mit. Cool. Wir haben einen Boss gekillt. Einen schweren, fiesen Boss. Meine Fresse. Wir müssen alle Fackeln dafür rausschmeißen. Wir haben immer noch nichts gefunden. Das war erst... Oh, weia. Ich glaube, wir hauen gleich ab. Wisst ihr was? Das machen wir auch. Weil das lohnt sich jetzt nicht mehr. Weil wir sind ziemlich am Rand des Abkrebsens. Und Flucht! Regroup. Reassemble. Evil is timeless, after all. Wir sind nicht weit gekommen, ich geb's zu. Aber ich wollte unbedingt den Typen jetzt angreifen. Mal gucken, was wir gekriegt haben. Nachteile womöglich. No cheat. Oh. Der hat eine Krankheit jetzt gekriegt, tatsächlich noch dazu. Nachteil ohne Krankheit. Und dann Nachteil ohne Krankheit. Ach, Schande. Und er hat einen Vorteil gekriegt. Yay. Aber Kleptomane bekommen. Ich glaube, da tausche ich bald welche aus. Once our estate was the envy of this land. Ja, wir sind erfolgreich zurückgekehrt. Also erfolgreich, in meinen Augen sind wir erfolgreich zurückgekommen. Wir haben diesen Boss gekillt. Das ist jetzt schon in meinen Augen ein Triumph. Ein Triumph für mich. Ein Triumph für diese Gruppe, die jetzt völlig bekloppt gerade geworden ist. Den einen oder anderen werde ich jetzt einfach rauskegeln, weil es ist für mich einfacher. Aber wie ihr seht, jetzt sind hier am Joten so Krankheiten und ich müsste jetzt hier tatsächlich hineingehen ins Sanatorium und sagen, hier Freunde,
dort und dann müsste ich denen das verlieren. Das Coole ist, man kann das skillen, damit man auch mehr als eine Krankheit heilen kann. Das heißt, man sucht sich die finsterste aus und wenn man Glück hat, sind danach ein paar davon verschwunden. Dafür kriegt man die Krankheiten aber auch sehr viel fixer, habe ich festgestellt. Oder halt, ich packe ihn oben wieder rein und dann können wir jetzt sagen, oh, Flagellantentufe 2500, weil es jetzt permanent geworden ist. Oder hier so, hier, Kleptomanie für 750. Oder wir können auch gleichzeitig sagen, wir tun dafür diesen Melee-Strike. Das Typ hat keinen Melee-Strike, super. Aber wenn wir das jetzt wollten, können wir das zusammen, das bleibt jetzt permanent und das geht flöten. Schöne Sachen, schöne Sachen. Ich muss jetzt zwar überlegen, jetzt, was ich mit den ganzen hier verrückt gewordenen Typen hier noch anstellen möchte. Aber gucken wir mal. Junge, 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 Junge. Das war knapp. Aber hey, es hat geklappt. Es hat trotzdem geklappt. Wir haben tatsächlich dieses Vieh platt getreten. Der Shambler ist down. Und mit diesem... Jetzt die Missionsgescheit, wir haben Operation geschafft, Patient tot. Aber hey, wir haben den Shambler besiegt. Das ist jetzt... Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir heute mitnehmen können. Gut. Dann sage ich mal, danke fürs Zusehen. Und mal gucken, ob ich nächstes Mal es schaffe, hier die Jungs hier, die auf Level 4 momentan rumkrauchen, um es höher zu kriegen. Ein paar davon sind ja ein bisschen überequipped und überausgebildet. Überqualifiziert, möchte ich sagen. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was demnächst alles noch kommt. Okay. Danke fürs Zusehen, wie immer. Und bis dann.